Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Rome 2 Total War mit den Makedonen in der Emperor Edition. Ja, ich bin Fighting Joe, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und heute spielen wir mal ohne das Lummerland DLC, also ein Vanilla Game oder Vanilla Game ist vielleicht das falsche Wort, also ohne Mods, wie ja sonst eigentlich immer. Darum haben wir keine Lokomotiven, das tut mir schrecklich leid. Dafür haben wir hier Söldner-Veteranen-Obliten, die mir insgesamt dann doch zu viel Geld kosten. Also das können wir auch sinnvoller anlegen, vor allem weil hier gleich die Obliten-Kaserne fertig wird. Kann ich in Pisinos? Könnte ich sogar, glaube ich, einen. Ne, kann ich nicht, weil die nur. Die sind militärische Verbündete. Egal. Ja, wir haben hier so ein bisschen rumgedüdelt, studelt, wie auch immer. Und scouten jetzt mal Amaseia. Denn ich möchte am liebsten gleich Kappadokien den Krieg erklären. Habe ich ja im letzten Part schon gesagt, um mir Samosata zu schnappen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Dann kann ich nämlich einen frühen Keil durch Armenien treiben. Und das gefällt mir ganz gut. Vorher müssen wir aber nochmal die Runde beenden. Ja, lauf. Ja, das Gott ist ja jetzt hoffentlich mal ein bisschen da oben. Ach, die ollen Römer. Und Karthago versucht, glaube ich, wirklich dann mit dieser Flotte, die irgendwie so umraucht ist. Keine Ahnung, was da los ist. Karthago versucht, mit dieser Flotte loszulegen. Finde ich mutig. Und ich muss dann gleich mal ganz oben bei Massalia was gucken. Was ist passiert? Achso, ja. Eurytos. Wir adoptieren ihn. Du kriegst eine sichere Beförderung. Massalia wird von den Avernern gehalten. Und hier stehen die Pikten. Scheinen aber nichts zu machen. Ja, hier mit Lahn steht noch eine Armee. Noreia müssen wir mal ausbauen, damit wir da die die Garnison rausziehen können. Garnison wird nicht wirklich besser dadurch. Ich glaube, wir bauen hier mal ein Periodenlager. Die beiden Steinschleuderer lohnen sich mehr. Und dann haben wir eigentlich auch noch das Geld hier in, naja, wir machen hier eigentlich eh nichts wirklich. Außer durch dieses Ding. Aber Handel geht vielleicht immer ein bisschen in der Provinz. Octavium sieht super aus. Hier warte ich, bis ich in Rom was bauen kann. Du kannst mal nach Neapolis abbauen. Da muss ich dann aber aufpassen, dass ich hier gleich noch was für die öffentliche Ordnung baue. Lass ich dann nach Rom reinstellen. Ja, damit ist dieser Teil des des Spiels wieder mal vorbei und ich komme nicht bis nach Amaseia, ne? Ne. Was gibt das? Ne, dann machen wir mal den Kampfgeist. Die Darkische Armee kann hier weiterhin. Warum haben wir eine Getreidegrube für die öffentliche Ordnung? Ich weiß gar nicht, warum die gerade am
am Leiden ist. Egal. Wir werden es rausfinden. Ja, ich merke gerade auch, warum ich immer so lange brauche, um meine Runden durchzuspielen. Was heißt, warum ich so lange brauche, meine Runden durchzuspielen? Warum ich so viele Runden brauche, um hierher zu kommen, wenn ich mal solche Probleme habe. Aber ich möchte jetzt in der Runde Kappadokien nicht den Krieg erklären. Warum denn? Diese Lakiden könnten mal wieder in Antiochia landen. Oh, sie haben Dura erobert. Und geplündert. Oder niedergerissen sogar, wie es aussieht. Ja, dann beenden wir die Runde. Ah ja, die Sümpfe bei Olbia, die sind sehr interessant. Also es ist auch, was auch sehr interessant ist, ist wirklich, was hier im Mittelmeerraum geht. Wir bitten um einen Vertrag. Das nicht mal langsam raus, dass ich euch gleich den Krieg erkläre. Wenn Athen da hinten gar Mara oder so einnimmt, dann wird das echt witzig. Ja, wer ist gestorben? Okay. Okay. Die 10.000 haben wir einen aus unserer Familie. Ach, nimm den. Jo, wir züchten uns hier mal ein bisschen den General hoch. Du läufst nach Rom. Okay, diese Runde ist Brundisium wieder besser drauf. Wir wollen sagen, vergeben. Das kann ich mir nahrungstechnisch gar nicht so leisten. Du brauchst keinen großen Hafen. Lip. Ja, kein Ding. Hagen macht's nicht mehr so lange, müsst ihr wissen. Der wird nicht mehr lange überleben, also. Da sehe ich sehr, sehr schwarz für. Es ist traurig, sowas zuzugeben. In so jungen Jahren schon. Schon so kaputt zu sein, ist nicht einfach. Aber. Nee. Man kann nicht alles. Ja, ich hab den Krieg. Krieg. Oh, die keltische Konföderation ist einem Krieg gegen mich beigetreten. Hilfe. Jo, das sieht doch mal aus wie eine Schlacht, die man schlagen muss. Au. Wir setzen es mal normal. Die Infanteriezelte können wir abreißen und das bauen wir ein. Warum bringt eine landwirtschaftliche Siedlung, warum verbraucht die Nahrung? I don't understand that nonsense. Ja, gut. Nicomedia, da wird aber auch gleich der Tempel fertig. Ich überlege gerade. Aber der, so lange haben wir noch gar nicht aufgenommen, ne? Ich bin doch gerade erst am nicht warm reden. Oh, schön. Es gibt's da normalerweise mehr in der Stufe. Ja, dann wartet mal, bis ihr Level 4 seid. Und achso, ja. Andere Frage. Kann ich hier noch irgendwelche Agenten rekrutieren? Ja, ich kann noch einen Streiter rekrutieren. Habe ich denn einen Ausbildungsstreiter?
Nö. Ja, ist ziemlich gut. Ich bin stärker als der mächtige Achilles. Ist auch erst 22. Ich erwarte eure Befehle. Wie? Das ist Wahnsinn. Na, okay, das bringt alles nicht so viel. Und dann kannst du mal schauen, ob ich noch. Nein, ich habe natürlich nicht das Geld ruhig gelassen. Oh, er kann schon galaktische Legionäre ausbilden in der Stadt. Krass, 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 krass. Aber wie kann er sich die Nahrung dafür leisten? So, mit dem Tempel des Poseidon. Ich denke mal, eigentlich müsste der Hafenstufe 3 und die Schmiede und die Siedlungsstufe 3. Die müssten eigentlich mehr verbrauchen als der Tempel abwirft. Aber egal. It is that KI that makes me sometimes feel like it makes no sense. Like somewhat like, well like, yo, you know, kind of like, you know. Oh, Rom hat auf die Fresse gekriegt. Karthago hat richtig Armeen. Krasser Scheiß. Oh ja, der plündert da. Das ist aber. Das ist aber assig, Leute. Also. Sowas finde ich nicht in Ordnung, wenn sich die KI einfach an irgendeinen Punkt stellt, aber mir fällt da gerade eine witzige Kampagnenstrategie ein. Wir widersprechen den scheiß Gerüsten. Gerüsten. Ja, wir widersprechen den Gerüsten. Die Gerüsten erzählen nämlich ganz, ganz bösartige Lügen über uns. Ich erwarte eure Befehle. Ihr Hunger nach als der mächtige Achilles. So. Du kannst diese Runde mal das machen. Du marschierst hier hin. Ich erwarte weitere Befehle. Zu euren Diensten. Leisen Schritte. Bereit zum Kampf! Stell dir mal kurz. Das ist unmöglich. Nämlich eigentlich keinen Bock, diese Schlacht zu schlagen. Obwohl es natürlich die Entscheidungsschlacht gegen die Galater ist. 85. Hier könnte ich irgendwen unterwerfen. Nein. Wir holen uns die nächste Imperiumsstufe. Du wirst abgerissen. Achso, die verbraucht keine Nahrung. Das erklärt's natürlich. Und der hat hier jetzt schönen Verschleiß. In Bewegung. Wie kann ich. Das kann ich schlichtweg nicht tun. So. Bin stärker als der mächtige Achilles. Das hat sich. Und. Runde beenden. Ja. Ja, mit dem Dämon des Polemos oder wie auch immer, ne? Ja, schöner Mittelmeerkonflikt hier am Laufen. Die KI beschäftigt sich so wunderschön mit sich selber, das hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Ja, wie ich es befürchtet habe, der wird gleich versuchen, nochmal Marseille einzunehmen. Darum ziehen wir die Armee jetzt runter, die Armee von da ziehen wir gleich rum. Unser Angebot ist gerecht und ehrenhaft. Bei den. Ja, was will ich mit. Was wollt ihr mit militärischem Zugang bei mir? Vor allen Dingen. Oh, die armen Athener. Die verbrauchen so wunderschön ihre Armeen. Ja, gut. Taktische Flexibilität. Oh, Victis. Also wir haben gerade jetzt richtig gut Kohle reingekriegt. Ja, bla 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 bla. Der 10 Provinzen. Ja. Oh, Reichtum. Es gibt Gerüchte über einen alten Schmied, der wieder, man ihn gesagt hat,
Ich besuche ihn mal. Passt schon. Jo. Oh, der hat aber drei Ehrgeiz. Das hätte ich mir vorher anschauen sollen. Dexias. Okay, wie sieht's bei den anderen aus? Der hat einen Ehrgeiz, der hat einen Ehrgeiz, der hat zwei Ehrgeiz. Oh, den muss ich glaube ich mal. Schon mal anfangen. Setzt da ruhig einen ein. Darum geht's gar nicht. Ja, Innenpolitik wird ja hoffentlich dann interessant bei Attila. Oh, das hat sich hoffentlich gelohnt. Will ich leichte Beltasten schon bauen? Leichte Beltasten sind eigentlich nicht wirklich so viel besser in vielen Fällen als die Römer, als die normalen Beltasten. Vor allen Dingen, weil, das muss man ja mal sagen, in der Kampagne man durch Forschung die Munition erhöhen kann. Du bekommst mal den Tempel und du bekommst mal. Was wir jetzt übrigens mal machen müssen. Und da fangen wir am besten in unserer Hauptstadt an. Ah ne, hier haben wir die Hauptstufe schon verbessert. Das ist schön. Die Frage ist, was bauen wir hier? Hier müssten wir eigentlich eine Ausbildungswelt bauen. Delminium. Dich bauen wir um zum Hof. Dich bauen wir aus zu einer Megalopolis. Megalopolis ist übrigens tatsächlich eine Stadt in Griechenland. Falls ich es irgendwie nicht wusste. Oh, wie dich können wir ausbauen? Das ist auf jeden Fall gut. Und zwar von der Arkadischen Liga gegründet. Nachdem diese mit Thebens Hilfe gegen Sparta gewonnen hatte. Ja, ich dachte jetzt hier hätten sie in der letzten Runde mal Tacheles geredet. Erfüllt eure Pflicht, Männer! Das ist krass, ich habe jetzt jede einzelne Provinz garnisoniert. Jede einzelne Stadt. Und trotzdem geht das so ab. Es ist mir scheißegal. Du gehst schon mal hier hin. Kann ich hier jetzt einen Erlass erteilen? Nein. Okay, es sind keine Erlasse möglich, obwohl ich gerade eine dicke Imperiumsstufe gekriegt habe. Interessant zu wissen. Wir hungern nach einer Schlacht. So, du kriegst mal. Ach, du kriegst mal eine richtig schöne Leinenpanzerlinie. So wie damals vor ein paar Patches, als sich das noch wirklich gelohnt hat. Wie sieht's Norea aus? Norea geht's gut. Also so groß ist unser Reich ja auch noch gar nicht. Du hast, glaube ich, ein paar Levels gekriegt. Ja. Eins. Noch irgendwie ein Level. Ah. Wie kann ich dem Volke dienen? Das reicht mir schon. Brauche ich eigentlich die zweite Stufe? Das bringt vorhin nicht mal wirklich mehr Geld, ne? Bringt das überhaupt kein Geld. Das könnten wir uns auch noch auf Dauer holen. Das holen wir uns mal, weil es keine Nahrung verbraucht. Ja. Was soll ich sagen? Letzte Runde für diesen Part. Würde ich mal so andenken, also. Wir haben jetzt einiges geschafft. Ich bin
Ja, es dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin, weil ich gerade irgendwie nicht die Eier habe, den Armeniern den Krieg zu erklären. Zumindest nicht sofort. Und oh nee. Ich hätte da gerade noch vergiften müssen. Feind wurde zu einer Satrapie, Kappadokien. Erklärt dem Lehnsherr den Krieg. Ja. Damit hat sich das jetzt auch, dass wir irgendwie passiv spielen. Jetzt Der geht's Sturm hat lange los. genug Nee, gedauert. weil ich muss gleich ein paar Leute fragen, ob sie in den Krieg mit den Armeniern eintreten, liebe Karamanten. Und da kann ich denen nicht sagen, ja, also ihr müsst meinen. Ja, Ziel erteilt. Ja, wir haben jetzt ganz viel gekriegt. Jetzt sind wir da 13. Was sind so die Zwischenziele? Seleukiden, ja, okay, das heißt, da kriege ich 7500. Medien und Persis könnte ich schaffen. Ich brauche noch Syrien, Persis und Baktrien. Baktrien geht mir halt so richtig auf den Keks. Dass ich Baktrien einnehmen muss. Ja. Okay, also ich bin auf jeden Fall noch mit den Jungs verbündet. So, Athen. Athen, 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 Athen. Mögen euch die Magst du Götter meinem des Krieg Olymps beitreten segnen. gegen die Was ist Armenier? es, das euer nobles Volk Ich von kann uns dir wünscht? auch 9000 anbieten. 12.000. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nee, Kappadokien wird in dieser Runde Ich. vernichtet. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, Armenien ist hier. Ägypten. Du liebst mich doch bestimmt Ich heiße euch total. herzlich willkommen. Krieg Möge euch beitreten hier gegen nichts missfallen. Armenien. Genießt die Vergnügen, die Zahlung Ägypten zu bieten hat. anbieten. 18.000. Ich bin Okay. froh. Das heißt, alle Verbündeten, die ich momentan habe, Wir wollen sind eure Befehle. kleine Scheißwichser. Ihr hungert nach einer Schlacht. Kommandant, Und das mit in Bewegung. Recht. Also, dass ich das sage, voll mit Schlacht. Recht. Schneller, ihr Zieh Verfluchten! du dich mal nach Nikomedia rein. Okay. Das Plündern zieht hier halt richtig die Wir öffentliche hungern nach Ordnung einer runter. Schlacht. Reiche ich die hier? Ja, so ein bisschen. Ja, und er Sofort! zieht sich irgendwo in die Pampa zurück. Vernichtet Genial. Wir So, du hungern nach gehst einer erstmal Schlacht. aus dem Dingensmodus Bewegt euch, Männer! raus. Unser Fortschritt wird aufgehalten. Und ja, vernichtest Kappadokien. Ah ne, Kappadokien hatte noch eine Armee. Weisen wir dich mal ab. Zumindest in öffentlicher Ordnung. Feuer und Stahl. Armenischer Stahl. Ach ne, kappadokischer Stahl wäre es ja, wenn dann. Bonner Armee. Bonner Armee. Der ist ganz witzig. Perseus. Ja, haben wir noch ein Vermächtnis? Nee. Nicht wirklich. So, dann brauchen wir eine Balliste und drei Thessalen. Und dann ist hoffentlich gleich auch das Ausbildungsfeld fertig. Kommandant. Hätte ich eigentlich auch aus dem Gewaltmarsch rausgehen können. Und dann an dieser Stelle Ihr Hunger nach einer würde ich mal Schlacht. vorschlagen, dass wir den Part beenden, einfach weil der jetzt hier schon wieder ein bisschen länger ist.
Es kommt ja immerhin jetzt spannend. Also, wenn ich gerade heute auch. Ich bin heute ein bisschen müde, darum ist mein Spielstil nicht wirklich aggressiv, gebe ich zu. Und da ich immer so ein bisschen am Zaun, am Zaun, naja, aufnehme, so ein bisschen am Puls des Let's Plays bleibe und nicht so viele Parts im Voraus aufnehmen will und kann, einmal aus Zeitgründen, einmal weil ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde, wenn man noch ein bisschen in Kommunikation steht. Ja, habe ich mir doch gedacht, nehme ich mal wieder ein paar Folgen auf. Egal, jetzt habe ich auch noch komplett den Faden verloren. Yay! Ja, also, ich wünsche euch wie immer natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen und jetzt wird's richtig spannend. Etwas ungewollt sind wir sehr früh also etwas früher als geplant, in den Krieg mit den Armeniern reingerutscht. Ah, das müsste gehen, die müssten wir eigentlich ziemlich ficken. Da bin ich ziemlich zuversichtlich und bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fighting.